zu führen, weil man kann nicht davon reden, dass der schlichte Ergebnis nicht befriedigend ist. Er sieht weder eine deutliche Aufwertung der sozialen Arbeit vor, noch sieht er für alle Gruppen eine annehmbare Lohn- und Gehaltserhöhung vor. Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen würden zum Beispiel gar nichts bekommen. Das ist ein klares Signal der 240.000 Erzieherinnen und Erzieher und der Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, sich nicht mit Brosamen abzugeben, sondern den Konflikt weiterzuführen. Dass die Arbeitgeber, die kommunalen Arbeitgeber, das als übertrieben, illusorisch oder gar als unverschämt bezeichnen, kann ich nicht nachvollziehen. Sie wollen offensichtlich weiterhin, dass Erzieher und Erzieherinnen 600 Euro im Monat weniger kriegen als Durchschnittsverdiener und Durchschnittsverdienerinnen hierzulande. Das ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Es ist höchste Zeit, dass sich die Arbeitgeberseite der Realität stellt und ein vernünftiges Angebot macht, das diesen Namen auch verdient. Nicht 1 oder 2 oder für manche 3% Lohnerhöhungen, sondern eine Lohn- und Gehaltserhöhung, wo man wirklich von Aufwertung sozialer Arbeit reden kann. Es ist auch nicht verständlich, dass wir Menschen, denen wir unsere Kinder anvertrauen, deutlich weniger bezahlen als zum Beispiel Menschen, denen wir unser Geld anvertrauen. Die Zukunft aller Kinder liegt in einer guten Betreuung. Diese gute Betreuung erfordert qualifiziertes Personal. Wir wissen, dass die Menschen, die in der Betreuung arbeiten, sich über die Maßen anstrengen müssen, aber dafür deutlich zu wenig Geld bekommen. Natürlich wissen wir auch, dass viele Kommunen überfordert sind, aber das könnte man lösen. Der Bund muss sich einfach an der Finanzierung dieser wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe beteiligen. Wir haben rund 1,2 Milliarden, die jetzt übrig sind durch das Einsparen beim Betreuungsgeld. Dieses Geld könnte vernünftigerweise für die Aufwertung der sozialen Arbeit eingesetzt werden. Ich sehe auch nach wie vor nicht ein, dass der Staat auf wichtige Einnahmen verzichtet. Jetzt erleben wir gerade, dass aus dem Hause Gwandt die Sprösslinge dort ein lebenslanges Recht auf ein wirklich luxuriöses Leben haben, aber die Oma Gwandt sich nicht zu fein dafür war, doch Milliarden von Erbschaftsvermögen am Fiskus vorbei zu tricksen. Dieses Geld könnte man dringend gebrauchen für die Finanzierung wichtiger gesellschaftlicher Aufgaben, wie es eben die Kindererziehung ist. Wir sehen auch nicht ein, dass nach wie vor alle politischen Akteure außer der Linkspartei auf eine Vermögensteuer verzichten. Wir meinen nach wie vor, dass eine Vermögensteuer von 5% ab der zweiten Million eine völlig gerechtfertigte Größe sind. Damit würden rund 80 Milliarden mehr den Ländern und Kommunen zukommen für die Aufgaben, die sie dringend bewältigen müssen. Man kann also nicht davon sprechen, dass nicht genug Geld da wäre, nicht genug Reichtum da wäre. Er muss nur richtig verteilt und abgeschöpft werden. Das zweite Thema, Flüchtlinge. Uns beschäftigen jeden Tag die Bilder der Flüchtlinge, die immer noch im Mittelmeer ertrinken. Und wir haben das Gefühl, dass doch von einigen Akteuren, insbesondere auch von der Bundesregierung, das Flüchtlingsproblem nicht richtig besprochen wird. Wir haben nach wie vor keine übertriebenen Flüchtlingszahlen. Wir haben ein politisches Problem. Es wird jetzt versucht, stärker mit Abschreckung, Abschottung oder mit Erschwernissen gegenüber Flüchtlingen zu reagieren. Das ist der völlig falsche Weg und im Übrigen auch eine menschliche Bankrotterklärung gegenüber den Menschen, die vor Not, Krieg und politischer Verfolgung flüchten müssen. Die Politik der Bundesregierung geht hier häufig in die falsche Richtung. Die Liste der Abschreckungsmaßnahmen ist lang und was wir am Wochenende wieder gehört haben, bestärkt diesen falschen Kurs. Diese Maßnahmen sind nicht nur aus humanitärer Sicht äußerst fragwürdig, sie sind auch wirkungslos. Wer vor Krieg, Not und Verfolgung flüchtet, lässt sich damit nicht abschrecken. Ebenfalls halten wir die Debatte über die Einstufung
weiterer Staaten, Kosovo, Albanien, als sichere Herkunftsländer für den falschen Weg. Es wurde am Wochenende völlig zu Recht gesagt, dass das Symbolpolitik ist. Erstens würde damit wirklich das Recht auf Asyl weiter ausgehöhlt. Was hierzulande oft nicht bekannt ist, dass andere Staaten wie die Schweiz oder Frankreich wesentlich mehr Flüchtlinge aus diesen Staaten anerkennen. Bei der Schweiz sind 37%, bei Frankreich 20%. Wir haben hier mit den radikalsten pauschalen Ablehnungskurs in Europa. Und wir wissen auch, dass es in diesen Ländern rassistische Verfolgung gibt. Insbesondere die Romas sind diskriminiert und werden politisch verfolgt. Eine Beschneidung des individuellen Asylrechts wäre eine Kapitulation der Menschenrechte. Wir brauchen vielmehr ein groß angelegtes wirtschaftliches und soziales Hilfsprogramm. Diese Länder müssen sich wirtschaftlich entwickeln. Nur so können die Fluchtursachen bekämpft werden. Ich kann es ehrlich gesagt nicht, langsam nicht mehr hören, dass alle Politiker aller Parteien ständig davon reden, die Fluchtursachen zu bekämpfen, aber in den letzten 10 Jahren de facto nichts gemacht wurde. Im Gegenteil, man kann sogar noch sagen, dass die wirtschaftliche und soziale Not in diesen Ländern bei weitem noch größer geworden ist. In Berlin haben Freiwillige tagelang die Versorgung von Flüchtlingen in der Gluthitze vor der Erstaufnahme übernommen, während der grüne Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer seine Partei darauf einschwören möchte, nicht mehr die Partei der Mitmenschlichkeit sein zu wollen, sondern eben auch fordert, dass Abschiebungen mitzutragen sind. Ebenso geht der Kurs der Bundesmigrationsbeauftragten und stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Aydan Özkurguz in die falsche Richtung. Auch sie will, obwohl sie vor Wochen noch gezögert hat, die Balkanländer, weitere Balkanländer zu sicheren Herkunftsländern machen. Und sie erklärt, dass diese Länder gegenüber den Romas erst einmal ihre Hausaufgaben machen müssten. Das kann aber kein Grund sein, pauschal Flüchtlinge abzulehnen oder das zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Die Flüchtlinge können nichts dafür, dass ihre Länder, ihre Regierungen nicht die Hausaufgaben machen und sie weiterhin rassistisch verfolgt und diskriminiert werden. Fast täglich erleben wir Anschläge auf Flüchtlinge. Das Engagement der zuständigen Stellen, Flüchtlinge zu schützen und Täter zu ergreifen, scheint oftmals begrenzt zu sein. Vielleicht, weil man auch damit abschrecken möchte. Und die Verharmlosung beginnt in der Sprache. Man redet über besorgte Bürger. Man redet über Asylkritiker und Flüchtlingsgegner. Ich meine, man muss eine deutliche Sprache sprechen. Für kriminelle Taten darf es keine Toleranz in diesem Land geben. Und schon gar nicht, wenn sie sich gegen Menschen anderer Herkunftsländer richtet. Wir reden, wenn wir über Fluchtursachen reden, ganz ungern darüber, dass eben eine Politik der grenzenlosen Waffenexporte eine der wesentlichen Fluchtursachen ist. Jede Waffe findet ihren Krieg und viele dieser Waffenexporte kommen in der Folge als Flüchtlinge wieder zurück, weil sie eben die Kriege auf dieser Welt mit anheizen. Dass die derzeitige Regierung genauso hemmungslos Waffen in alle Welt liefert wie ihre Vorgänger, zeigen die aktuellen Zahlen. Bereits jetzt im August haben wir so viel Waffen exportiert wie das ganze Jahr 2014. Seine markigen Worte vom Ende des Geschäfts mit dem Tod, wie es der zuständige Wirtschaftsminister und SPD-Vorsitzende Gabriel genannt hat, kann keine Rede sein. Diese Regierung liefert genauso viel Waffen, im Übrigen auch in Krisengebiete, wie die Vorgängerregierungen. Offensichtlich ist Gabriel lieber Unternehmerfreund als jemand, der versucht, einen restriktiveren Kurs bei den Waffenexporten durchzusetzen. Und ich glaube, dass wieder einmal bewiesen wird, dass die moralische Integrität des SPD-Vorsitzenden
so beständig ist wie Eis am Stiel bei 36 Grad im Sommer. Die Linke bleibt bei ihrem Kurs. Wir sind konsequent gegen Rüstungsexporte und werden auch durch die Lage in der Welt in diesem Kurs bestätigt. Deshalb noch lange nicht. Das Motto Ende gut, alles gut gilt nicht für den Chef des Verfassungsschutzes, Herrn Maaßen, nicht für den Justizminister, Herrn Maas, und auch nicht für den Innenminister, Herr de Maizière. Hier gibt es noch genug zu klären. Eine Einstellung des Verfahrens darf nicht vor Aufklärung schützen, darf nicht das Ende der Aufklärung sein. Ich wiederhole deshalb nochmal unsere wesentlichen Forderungen. Der Verfassungsschutz hat wieder einmal bewiesen, dass er nicht die Verfassung schützen will, sondern seine eigene Behörde. Die Demokratie braucht keinen Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz als Geheimdienst muss abgeschafft werden. Zweitens, Journalisten und Journalistinnen sind vom Tatbestand des Landesverrats auszunehmen. Drittens, die Unabhängigkeit der Generalbundesanwaltschaft muss gesichert werden. Viertens, Whistleblower müssen geschützt werden. Hierfür braucht es entsprechende Gesetze.